machst denn du eigentlich, Kalli? Einen Feuerball. Und welche Farben benutzt du da? Was sind deine Lieblingsfarben? Welche Farben? Ja, rot und gelb und orange. Das ist dein Lieblingsmotiv, Feuerbälle malen? Ja. Ich mache auch viel abstrakte Bilder, die tue ich überhaupt mit den Fingern. Was sind das für Farben, mit denen du da malst, Kalli? Das sind Acrylfarben. Acrylfarben. Malst du am liebsten mit den Acrylfarben? Ja. Die passen auch am besten zur Leinwand. Weil sie gut decken, gell? Jo. Und wie bist du jetzt auch gerade auf Feuerbälle gekommen? Kommt das aus deiner Fantasie oder wie kommt das? Ja, das kommt aus meiner Fantasie. Meine Motive entstehen, ich tue immer mit den Farben spielen und dann schaue ich sie an, die Bilder. Und dann, was ich in den Bildern sehe. Was machst du mit den ganzen Bildern, die du schon gemalt hast? Hängst du die alle auf? Nur schaue ich, dass ich immer wieder Ausstellungsmöglichkeiten bekomme. Ausstellen tust deine Bilder ja. Auch? Das ist super. Das dauert ja jetzt noch ein bisschen, bis ja. Du dein Bild fertig gemalt hast. Ja. Aber du hast ja für uns schon was vorbereitet. Ja. Ja? Lass uns das einfach mal sehen, was du da schon gemalt hast für uns. So, bitte sehr. Kalli, die letzten Tupfer. Ja, super. Es ist ein toller Feuerball geworden. Jetzt bin ich wieder stolz auf mich. Bist du stolz auf dich? Ja. Was hast du für ein Gefühl? Super Gefühl. Super Gefühl? Das Bild gut geworden, so wie du es dir vorgestellt ja. Hast. Ja.
Und das ist jetzt noch ein weiteres Bild, was du dann bei der nächsten Ausstellung auch zeigst. Ja, genau. Oder oft sind die Bilder schon vorher verkauft, weil ich nur auf Bestellung aufmale.